Was geht ab, YouTube? Willkommen auf meinem Channel. Ich bin Marcel. Es geht um Folgendes. Wir haben uns ja gestern im Livestream endlich für ein GT4-Auto entschieden, was wir in der Spa Endurance Series fahren wollen. Und das ist der McLaren GT4. Und das soll jetzt die erste kleine Trainingssession für mich sein. Und da würde ich euch gerne mit der Helmetcam mitnehmen. Und ich hoffe, ihr seid am Start. Ich will es einmal im Trockenen probieren. Mal gucken, welche Zeit wir da rausholen können. Und einmal im Regen. Im Trockenen haben wir schon eine 2 Minuten 31 geschafft. Nach 6-7 Runden. Und da bin ich mal gespannt, ob wir die Zeit noch toppen können. Und dann probieren wir das Ganze, wie gesagt, im Regen. Bis gleich. The air temp is 31 Celsius. The pit exit's clear. We need to get some heat into these brakes. Your tires are cold, watch out. So, wir sind jetzt in der Outlap. Und auf jeden Fall müssen wir erstmal Piano machen. Da der Reifen noch nicht da ist und die Reifentemperaturen auch noch fehlen. Müssen wir erstmal die Reifen schön vorsichtig warm fahren. Das heißt auch, dass wir die hohen Curbs meiden müssen. Kalte Reifen neigen dazu, bei hoher Belastung von der Felge zu rutschen. Und dann entweicht immer mal wieder Luft. Und das wird ja auch sehr gut simuliert. Deshalb musst du erstmal die ersten 1 bis 2 Runden die Reifen ordentlich warm fahren. So. Wir haben jetzt 2 Aufwärmrunden gefahren und versuchen jetzt mal eine schnellere Zeit zu setzen. Reifendruck passt jetzt optimal, deshalb nutze ich das jetzt aus. Ich versuche mich mal zu konzentrieren. So, jetzt geht's runter zu Orange. Kurz Bremse antippen und früh aufs Gas. Aha, da ist noch eine bessere Linie möglich. Hier sind wir auf der Chemist Straight. Wir schalten nicht in den Wechsel. Sonst verlierst du das so viel Drehmoment. Wir drehen den 5. voll aus. Relativ früh bremsen. Sector 1 is quick. Tire temperatures are good. Brake temps are good. Weil der McLaren bekanntermaßen keine guten Bremsen hat. Also Ziel ist es für mich, so eine tiefe 31er Zeit heute zu schaffen. Ja, hier haben wir schon verkackt. Jetzt sehr weit. Aber von der Linie her passte das sehr gut. Nicht zu weit rauskommen, will ja keinen Cut riskieren, also kein Off-Track. Ja, wenn wir jetzt noch die Blanchiment und die Bus-Stop-Chicane noch vernünftig nehmen, dann müssten wir das hoffentlich schaffen. Boah, auf letzter Rille hier gebremst, aber das ist es glaube ich nicht. Ja, 31,4 ist jetzt nicht schlecht für den Anfang. Versuchen wir doch noch eine. Schade, hier haben wir schon die Zeit verloren. Hier sind wir schon raus. Versuchen wir es noch einmal. So, die Zeit wird ja nicht gewertet.
Wir haben beim Rausbeschleunigen Zeit verloren. So, Rouge. Ja, das war okay. Fünften Gang bleiben, wie gesagt. 2,51 sollte machbar sein. Gut auf dem Curb drauf, das haben wir jetzt verpasst. Sector 1 time's okay. Habe ich jetzt spät gebremst, passt aber soweit. Schade, wir können gerade nicht so wirklich Zeit gut machen. Hier haben wir den ersten Apex verpasst. Sector 2 is 0.33. Off your best. Schwer. Also das schaffe ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Setup ist soweit gut. Gefällt mir. Vielleicht könnte ich noch den Heckflügel um einen Klick weicher stellen. Quatsch, nicht weicher. Steiler. Weil das Heck mir doch beim Anbremsen ein wenig lose ist. Schade. Wir können aber konstante 31er Zeiten fahren. Das ist so, als Basis ist es sehr gut, finde ich. Haben ja noch bis September und vor allem Oktober Zeit zu trainieren und noch am Setup was zu schrauben. Da meine ich, steckt noch viel Potenzial drin. So, ich würde dann sagen, dann steigen wir mal auf den Regen um. Bis gleich. So, willkommen im Regen. Habe ich ja versprochen. So, Setup ist gemacht. Regenreifen sind drauf. Drücke sind grob. The track temperature is now 19 Celsius. So, die Drücke sind jetzt ungefähr jetzt angepasst. Werden wir wahrscheinlich aber noch ändern müssen. Aber egal. Fangen wir jetzt mit der Outlap an. Zündung an, Motor an. Pit exit is clear. Push now. Your brakes are cold. We need to get some heat into them. Cold tires all round. Okay, also wir haben jetzt schon Aquaplaning und das mit Regenreifen und bei mittlerem Regen. Ja, was hast du denn bei Regen gedacht, Gemongo? Das wird lustig. Nein, Marcel, das wird nicht lustig. Das war es noch nie. Also der Grip ist jetzt schon da, das ist okay. Nur du musst halt vorher wissen, wo die Pfützen sind, wenn es regnet. So, versuchen wir mal eine erste gezeitete Runde im Regen zu fahren. Ist mit diesem Auto noch nie passiert. Erste Mal Regen, bin ich mal gespannt. Oh, Rouge.
Okay. Ist noch etwas Luft nach oben, ja? Oh. Alter Schwede. Oh. Alter Schwede. Das war jetzt Aquaplaning. Aber Lenkrad okay, Marcel, steht noch gerade. Wundert mich. So, versuchen wir mal weiterzufahren. Okay, der Einschlag. Das war. Ja, wie soll ich sagen? Ich wusste, dass dort Aquaplaning herrscht, aber an der einen Stelle, wo wir jetzt gerade vorbeigefahren sind, hat mich das ein wenig überrascht. Gut, leider fährst du nicht so auf dem Regen. Oh, hier ist auch Aquaplaning. So fährst du nicht im Regen und kannst ja natürlich nicht die Stellen merken, wo die Pfützen sind. Beziehungsweise wo das Wasser steht. So, die Reifendrücke sind jetzt halbwegs da, aber ich merke, dass ich da irgendwie viel mehr Spiel in der Lenkung habe nach dem Einschlag. Geschafft. Dafür, dass es so sehr regnet und dafür, dass der McLaren so schlechte Bremsen hat. Im Regen bremst er nicht schlecht. Also ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Nun versuchen wir mal eine gezeitete Runde zu fahren. Das wäre vielleicht erstmal sinnvoll. Falls jemand auf die Idee kommen sollte hier und meint, fahr doch die Regenlinie, du Depp. Die gibt es hier nicht. Weil es schon so lange regnet, dass das Gummi weggespült worden ist. Und du somit keine Regenlinie fahren musst. Das machst du ja nur, wenn es erst trocken ist und es dann regnet. Eine gewisse Zeit lang, das Gummi weggespült ist vom Regen. Dann kannst du wieder die ideale Linie fahren. Wo? Da war die Pfütze. That lap time was 255.01. 2,55, also ich habe noch keine Referenz, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber schnell fühlt es sich auf jeden Fall nicht an, das kann ich sagen. Das sind noch bestimmt noch ein paar Sekunden rauszuholen, locker. So, da würde ich mich auch nochmal schlau machen, wie die Reifendrücke hier bei Regenreifen idealerweise sein müssen. Oh, jetzt Augen zu durch. Ja, geschafft. Alles klar. Easy, würde ich sagen.
So, sind jetzt schon mal 1,2 Sekunden schneller. Genau das meinte ich vorhin. Sector 2 time is quick. Your brake temperatures are fine, mate. Oh, knapp 1,8 Sekunden. Das überrascht mich jetzt ein wenig. Oh, sogar hier muss ich jetzt vom Gas gehen. Your lap time was at 253 or 20. Sector 3 time is quick. Okay, das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Fürs Erste. Darauf kann man aufbauen. So, also bis jetzt bin ich mit der Wahl vom McLaren, also dass die Wahl auf den McLaren gefallen ist, sehr zufrieden. We think we'll see light rain in the next 8 minutes. Ich hätte erstmal Sorge, dass das Auto vielleicht im Regen nicht fahrbar ist, aber das stimmt gar nicht. Die Sorge war völlig unberechtigt und das ist auch gut so. Denn du willst auf jeden Fall für die Langstreckenrennen, besonders für das 24-Stunden-Rennen, willst du ja ein sicheres Auto haben. Und das ist der McLaren auf jeden Fall. Und schnell ist er auch noch. Fühlt sich gut an. Hat einen sehr hohen Topspeed. Gegen das etwas losere Heck kann man noch was machen. Und sowieso ist noch viel Luft nach oben, allein schon wegen dem Setup. Mich würde interessieren, wenn ihr GT4 fahrt, welche Autos ihr nehmt. Im Trocknen wie auch im Regen. Ich bin sonst immer der Fan von dem BMW M4 GT4 gewesen. Und deshalb war ich umso überraschter, dass der McLaren auch sich so gut fährt, gerade auf Spa. So, danke fürs Zuschauen. Bleibt wie immer gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.